Hallo und willkommen zu Terraria. Gemeinsam mit Jam Let's Play. Bosse, heute, ja. Hier scheint keine Kiste hier zu sein. Also hier Spinnendinger gibt es öfter. Ja, wie gesagt, nee. Kann sein, dass es keine Das sehen die ein. Ich suche jetzt hier eine. Ja, vielleicht findest du die ja wieder am Rand oder so. Ich habe keine Fackeln mehr. Ich habe nur 350, kann ich dir geben. Kräfte scheint gerade selten. Alter, man achtet doch dann nicht rechts auf seinen Bildschirmrand. Ja, tut mir leid, Leute. Nicht. Falls da jemals irgendwie steht, dass da Gott irgendwie neben mir ist. Sieht das aus? Ich will das nicht, dass die Leute das sehen. Wahrscheinlich ist es genauso, dass ich es auch nur im Inventar haben muss. Ja. Alles cool. Ah, noch ein Herz. Nehmen wir mit. Oh, was ist das denn hier? Rubine. 20 Stück. Also wenn du Diamanten findest. Ich habe hier eine Spinne, ist noch eins gefunden. Komm zu mir, okay. Wenn du willst. Ah, ich glaube, ich bin am rechten Rand dieses Nestes. Kann das sein? Ich sehe 100 Meter neben mir ein Manu. Ja. Sieht sehr nach dem Spinnengebiet aus. Aua, okay. Aua. Halt dich. Ha, ha, ha. Ich dachte, die stirbt, bevor die... Ich meine, ich mache ja nur 2 Schaden pro Treffer, scheinbar. Okay, Manu ist der Damage. Merkst du ja. Komm zu mir. Ich wollte schon sagen, er baut sich ab. Ich hätte dich umgebracht. Wo passt er nämlich mit? Ich bin einfach am Zittern, wenn ich das sehe. Na, kein Bock mehr. Tschüss. Geh weg. Bau ich. Nein, auf! Okay, andere Maßnahmen. Ja. Freiheit. Hallo? Mich bekommst du nicht! Gott. Hilfe, hier ist eine Spinne. Hilfe, hier sind 2 Spinnen. Ich kann mich nicht wehren, Mann. Ja, okay, ich komm. Ich kann Bock da unten abzugammeln. Ey, wer ist das? Treff nicht. Hey, lebt er noch? Da links ist, glaube ich, noch Spinnennest. Alter, ja, brauchst du gar. Also, ich habe jetzt 643 Spinnenweben. Okay. Oh, wie schön schnell. Fein, ja. Feine Junge. Weil ist ja auch kein Spinnengebiet. Nee, wir kriegen hier nichts mehr. Oh, hier ist ein Haus. Mit den Spikes. Okay, die kennen wir ja. Kann ich anlegen. 1% mehr Schaden. Willst du mal, kannst du mal zu mir kommen und dir das bitte einmal angucken? Guckst du mal bitte an. Beeil dich aber, bevor mich irgendwas umbringen will. Es macht gar keinen Sinn. Beeilt. Ne, port dich doch nicht! Was muss ich umbringen? Gott, Ich dachte, es wird mich umbringen, wenn es hier fließt. Was bringt dich um, Manu? Hier, die Lava. Was denn wohl? Das ist nur eine optische Illusion. Was? Man kann... Warte, guck mal hier. Man kann Blöcke so halbieren. Und wenn man Blöcke halbiert, fließt die Flüssigkeit drüber, aber die ist nicht echt. Oh Gott! Oh Gott! Ich dachte, die Lava hat mich getroffen. Hilfe. Also ich höre auch heute nicht auf, bevor wir nicht Diamanten haben. Das ist dir, glaube ich, bewusst. Ich komme mal runter zu dir. Aber bau das Golderz noch fertig ab. Ich habe schon so viel Golderz liegen lassen. Merke ich mir. Was ist das? Da liegt ein Item. Ui. Oh Gott. Jo, da ist die Kiste. Was ist das? Ein Jojo. Was ist schon dran? Willst du mich eigentlich verarschen? Ja, hier war ich schon. Ich bin, es ist direkt neben dem Schienensystem. Ich habe ein Jojo gefunden. Ein gutes. Wie viel Schaden macht das? 17. Wie viel das alte? 5? Glaube ich. What? Okay. Heißt einfach zusammenrufen. Und hat irgend so ein Symbol, so ein japanisches, da drunter. Ich weiß nicht, was das heißt. Alter, das hat doch ultra die Range, das Ding. Ja, du brauchst immer noch das Item, ne? Das Gegenteil. Diamant! Ein Diamant, nein! Wo? Hier direkt da, wo du stehst. Da war er. Ah. Ein einzelner. Suchen wir. Hier muss mehr sein. Nein, da ist nichts. Ich spüre es hier. Hinter dieser Wand. Nicht. Na. Hallo, Hilfe? Da. Hast du ihn? Wo sind die Diamanten? Spürst du ihn? Boah, ich hab dich gerettet. Der macht 17 Schaden. Lol, du bist so stark wie ich. Hör auf damit. Ganz viel Lava da oben. Das ist Obsidian-Gebiet an. Hier sollte der Diamant am meisten auffallen. Also so wie es da gerade ersichtlich war, das erkennt man gar nicht, wenn da nur einer ist.
Oh, Alter, macht das Damage. Oh. Hier oben sind welche. Zwei Stück. Lol, als ob. Oh, hier so ein fetter Pack für dich. Was sind sie? Sind das Diamanten? Das ist Bleierz, du Besowski. Hast du die Diamanten, Manu? Willst du mich eigentlich verarschen? Oh, Mann, endlich dürfen wir schlafen. Manu hat seine Diamanten gefunden. Der will mich doch komplett verarschen, der Junge. Komplett. Bleierz. Der denkt, das sind Diamanten. Das ist null besonders. Da oben, guck mal, das lila Diamant. Kupfer. Nice. Nennt sie auch Amethyst. Ist golden. Was macht er da? Weiß nicht, aber guck mal, ich kann mal Jürgen gegenhalten. Was macht er da? Oh. Das ist Gold. Gut, dass ein Vogel wenigstens hilft. Klar. Wir müssen da die Erze abfarmen. Jo, oder? Der hat irgendwas gedroppt. Verbrauchbar. Scheint, hat eine Chance, Edelsteine zu droppen. Oh, ein Diamant, guck mal. 5 also. Diamanten. Jo. Okay. Also was war das denn, Trank? Wurmloch. Lol, da bist du gerade 3 Gold gedroppt? Lol. Also wir müssen scheinbar nur diese Fettis, diese farmen. Die haben scheinbar. Wie sah das denn aus? Vielleicht habe ich das ja schon. So ein ganz bunter Edelstein. So ein lila Stein, der alle Edelsteinarten drin hatte. Ach, die Diamanten hast du mir schon gegeben, ich dachte schon. Ja. Nee, habe ich nicht. Das habe ich nicht. Aber wo ist mein 3 Geld? Was soll das? Habe ich nicht mehr. Habe ich ausgegeben. Also gerade habe ich echt 2 Geld, aber ich bin ja selber auch. Bin ich gestorben? Weiß nicht. Was hat das damit zu tun? Was hat Sterben mit Geld zu tun? Erbig? Ja. Ja, dann würde ich eigentlich jetzt kurz noch. Haben wir noch oben einen Trank, damit ich mich porten kann? Ich habe alle, glaube ich, im Inventar. Warum? Dann gib mir noch einen. Dann müsste ich ja teilen. Ja, richtig. Da ist eine Mausi. Mehr. Oh Gott. Ja, eine Maus gefangen. Wenn wir so einen Diamantbaum haben, dann haben wir auch Infinite Diamanten, ne? Oh, hier ist das Schneegebiet. Hier gibt's den guten Loot. Klingt jetzt nicht so, als wäre das krass. Es gibt so Schneekisten. Also ich mochte die Sachen aus dem Schneegebiet immer am meisten. Das weiß ich in meiner Erinnerung. Oh Gott. Ah ja, da war ja was bei dem Zeug. Ah, da hat er wieder Topasse liegen lassen. Direkt neben seiner Fackel. Nee, war ich noch nicht. Okay. Eisschleim. Süß. Ah ja. Im Eisgebiet zum ersten Mal und hier. Klar. Was ist doch hier? Ach, dieser Schleim. Neben dir. Dieser Schleim hier ist so tanky. Mann, ich brauch deinen mächtigen Zauber. Hä? Ich hab den gerade voll gewonnetet oder hatte der schon Schaden? Nee, gewonnetet ist die wahrscheinlich. Ach stimmt, ist da Feuer auf Eis? Bringt das was in dem Spiel? Ich glaube nicht. Oh, Eishaus. Schneesturm ja, okay, in der Flasche. Warum du Bleierz für Diamanten gehalten hast. Hast du auch gerade, oder was? Ja. Ja. Nicht nur ich. Schon mal renn doch nicht weg, ich will doch einfach nur meinen Trank. Ich habe den besseren Doppelsprung, ne? Oh. Ja, okay, aber einmal für dich. Ja, kannst du nehmen, der hat 3 Verteidigungen, wenn du willst. Nee. Bald. Gib, gib, gib. Was denn? Hier den Porttrank. Achso, ein Wurmlochtrank. Ja, ich hab sogar einen, sehe ich gerade. Okay, egal. Du hast ja sicher auch noch welche. Und was sollst du denn? Die Rose mache ich mir eben. Ah. Oh, wie viel besser dieser Doppelsprung ist. Der hat halt so einen längeren Boost nach dem Sprung. Es gibt in dem Wüstengebiet gibt's auch noch einen ähnlichen. Ich weiß nicht, ob die exakt gleich gut oder schlecht sind, aber... hallo? Kann ich dich fangen? Hallo? Boah, grüne Fee? Hier ist Navi! Hier, also wirklich, sieht 1:1 aus wie Navi. Okay. Die ist ein bisschen um mich rumgeflogen und jetzt ist sie zu schätzen geflogen. Leitet mich durch eine Wand. Craften. Die zeigt mir irgendwas. Die führt mich in irgendeine Richtung. Ich glaub, die verarscht dich, die Frau. Wie soll sie mich in den Tod locken? Ich folge dir. Ja, die entfernt sich immer im gleichmäßigen Abstand zu mir. Also irgendwas will die mir zeigen. Ah, ein Lebensupgrade hat sie mich hingeführt. Und das ist explodiert. Hä? Das war doch damals auch schon so. Das kenne ich. Eine Fee? Nein, nein, die waren in der Patch Notes drin.
Junge. Hä? Aber irgendwas hat mich auch, glaube ich, mal oder was in einem anderen Spiel. So, Maudado. Maudado ist ein Spiel für dich? Wow. Ja. So, kurz mal Vollgas durchs Eisgebiet in der Hoffnung, Kisten zu finden. Schön wäre es noch, wenn man Fackeln aufhängen dürfte. 46 Silber, die Wolfram-Ketten-Scheiße? Krass. Schlecht oder gut, oder was? 50 Silber einfach geschenkt bekommen, ist doch nice. Ja, die hat ja auch 25 Barren oder 50 gekostet, also. Warum will er meine Steine nicht haben? Findet der doof. Ich komm zu dir. Ist alles safe? Jetzt ja. Boah, ist die Map schon krass. So ein bisschen, ne? Esmeralda, die Stylistin sehe ich nur. Wo bist du denn? Ich bin schon ganz links. Ach, da, du bist... Ah, okay, ich sehe natürlich nicht das, was ich nicht erkundet habe. Okay. Kannst du mir helfen? Wir sind Gegner. Ja. Okay, Hilfe. Das hat schon wehgetan. Ich hab nicht die Reichweite. Ich auch nicht. Ein Eisboomerang. Oh, ein Höhlenforschertrank. Let's go. Nice. Also, als ob du den Rest einfach drin liegen lässt. Selbst den Eisboomerang. Inventar ist voll. Dann sag doch was. Ich wäre jetzt nie darauf gekommen, dass du das einfach liegen lässt. Achso. Ohne Kommentar. Hier, Edelsteine, guck mal. Inventar voll. Wenn du die haben willst. Du hast jetzt den Trank genommen, obwohl dein Inventar voll ist. Ich habe viel gestapelt schon. Okay. Gar nicht alles halt. Sehr nix, sorry. Da sind Edelsteine drin. Ja, das war ein paar. Da ist ein Herz über uns. Hier. Ja. Ich kann ja mal kurz... Leute, tut mir leid. Zoom minus. Da links ist eine Kiste. Oh, hier ist... Das ist Spinntruhe hier. Als ob. Ja. Gerade ein komplettes Spinnbiom durch und nichts gefunden und jetzt auf einmal... Und? Das hast du nicht reingeguckt. Doch, ich hab reingeguckt. Haben wir für dich gelassen. Netzschleuder, was ist das? Ein Greifarm. Ein besserer. Ja. Also, ist ganz cool. Komm mal her zu mir, dann zeig ich's dir. Okay, ein bisschen mehr. Ah, Höhe. Mit zwei, mit drei. Oh, ist, was ist Weg? Wie hast du das Ding gemacht? Da haben wir genug Sprung gehört. Whee! Ah. Also, da komplett durchbrechen. Ja, was ist? Ja, es ist Wasser am Weg. Mann! What, ey? Als ob. Ja, kriegt halt auch Fallschaden, wenn du ganz am Boden aufkommst. Deswegen wie oft kannst du deinen denn jetzt machen? Einmal. Aber guck mal. Ich weiß, den kann man achtmal machen oder sowas. Achtmal? Ja, wie eine Spinne halt. Cool. Ja, genau. Deswegen, wie cool. Deswegen mochte ich den immer sehr. Ja, ich nutze mal meinen Trank noch die 2 Minuten. Dann zoome ich erst wieder rein, Leute. Genau gerade unter mir ist ein Herz, wenn du es holen willst. Musst du nur runterbuddeln. Sehr weit unten. Ja. Ein bisschen halt. Okay, dann... Hier ist doch eher den Trick mit dem Eis. Hier ist der Dungeon neben uns. Oder auch nicht. Und hier ist noch eine Netzschleuder. Lol. Als ob. Kleiner Lacker. Mein Inventar ist halt komplett voll. Aber die kann ich mitnehmen. Das kann ich tauschen. Schneeblöcke brauche ich nicht. Ja, das ist der Dungeon. Da kommen wir später hin. Kann ich noch nicht rein. Ah, cool. Der Dungeon liegt einfach im Schneebiom. Wie viel Gold da ist. Ich glaube zumindest ist es Gold. Bin ich gespannt. Wo soll denn hier das Eis sein? Ich sehe es halt gar nicht. Eis, das Herz. Ich check gerade mal, ob das Gold ist. Ja, ist echt Gold. Alter, wie viel man sieht, das ist halt schon echt. Ja, massiv es strahlt dir halt echt die Fresse kaputt. Oh, es ist weg. Okay, ich komme. Helfe. Ich sehe gar nichts gerade. Entstellungen. Weder ob es jetzt unter mir ist oder links. Also ist halt angenehmer für euch zum Zuschauen. Das ist halt das Opfer eines. So schade. Spendet bitte. Ja. Einfach. Ah, ja, da, ganz unten. Alter, wie viel hast du denn gesehen? Ah, ist das im Dungeon? Scheinbar. Ja. Kann, sprengen mit Bombe? Geht nicht. Dungeon kommt man nicht rein. Und selbst wenn man drin wäre, wird man instant one-hitted werden. Ja, dann lass uns nach Hause. Ich würde halt gerne hier noch ein bisschen mehr erkunden, aber von oben kommt man besser ins Höhlensystem rein. Wir müssen jetzt so nach oben uns graben irgendwie, weil wir schon so unten doch. Sind. Komm, zusammen geht das doch schnell. Okay. Ich gehe kurz leeren und komme wieder zu dir? Ja. Ja. Oh, eine Navi! Green Fairy! Ja, genau, da kannst du folgen. Ja, toll, die führt uns zu dem Dungeon-Ding.
Wenn ihr uns das hier zeigen will, dann hat die den Tod aber verdient. Ja, platzt einfach. Nice. Ist nicht mal was drin. Baue ich die halt ab. Ja, und den Trank hast du drin gelassen. Schleim! Aber wenn ich Schleim brauche, was den töten? Ja, klar, komm. Natürlich. Den können wir von oben nochmal ins Eisgebiet gehen, eigentlich. Das wird sich halt viel mehr lohnen, da werden wir tausendmal mehr Sachen finden. Also Porten? Ja. Klingt doch nach einem schönen Event. Oh, was ist das denn? Diesmal habe ich auch so ein bisschen Mobility, dass ich auch wegkomme von dem mit dem Greifhaken und so. Doch, du auch. Du hast 5% schneller laufen. Greifhaken. Ja, 5% ist ja nichts, oder? Ich könnte beim Haus kämpfen, dann haben wir wenigstens die Heilfrau da in der Nähe. Und die lass mal die Herzen aufteilen, ja. Oder hast du schon welche genommen? Nee, ich habe jetzt nur den wir neu gefunden haben, genommen. Ich habe 240. Ich auch. Gucken wir, wie viel wir gesamt haben. Müssten irgendwo hier in der Kiste gammeln. Ja, 9 Stück. 9 Stück? Boah. Linksklick oder rechtsklick werfen? Mach doch, ist egal. Dann nimmst du halt eins. Oh, das Eye of Cthulhu kommt auch! Als ob. Ja, optimal, dass wir gerade Herzen bekommen. Hast du noch Plattform? Ja, ein paar tausend. Dann nehme ich das da. Ja, Alter! Komm mal her. Okay, oder gib mir ein paar, oder bau. Ja, ich geb dir ein paar, warte. Moment. Ja. Rette mich. Ja. Okay, ich geb dir ein paar. Oh, jetzt habe ich da oben aus dem was hingebaut. Ist okay. Okay. Die hat gerade ein paar Probleme, die Frau. Machen wir die Türen zu. Jetzt geht sie raus. Alles klar. Sag Bescheid, wenn ich hoch kann. Mach in der Zeit hier unten die Blobs weg. Du kannst immer hoch, wenn du willst. Ja, aber bringt ja nichts, wenn ich an AFK da rumstehe. Mann, Wurm. Komm her, den 200. 200. Jo. Cool. Oh, ich hab einen grün. Cool. Komm ich hier nicht aus dem Loch raus, ey, auch geil. Und er ist da. Okay, kannst hochkommen. Sogar das Auge direkt. Kannst du es ablenken? Bitte? Ja, weiß nicht. Kommst du hoch? Ja, bin da. Ja, sobald du es einmal triffst, wird es auf dich gehen. Treff nicht. Ah, okay. Aua. Was ist das denn vor? Ich baue die Arena. Siehst du doch, dass man mit dem Greifarm sich so hin und her ziehen kann, während man gegen den kämpft. Ach so, ja. Es ist nur gerade sehr dunkel hier, ja. Was mich noch ein bisschen nervt. So. Oh, ich hab keine Ahnung mehr. Stimmt, gedrückt halten durchgehend, Was wird's? Dass wir hier gleich so ein Schleimregen ist, ist halt auch so ja, ungünstig. Ja, ist mega ätzend. Warte mal, ich hab da noch das da. Ja, damit kannst du alles um dich rum abwehren, das ist eigentlich ganz praktisch. Ich hab gar keine Tränke. Okay. Zack, 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 zack. Ihr macht aber echt wenig Schaden, also wir sind glaube ich schon ein bisschen over-equipped. Naja, mir geht's gerade gar nicht so gut, ich bin gleich down. Ja, halt dich doch bei der Ärztin. Ärztin? Achso, stimmt. Alter, ja geht nicht, du musst mal eben das Auge wegnehmen, wo bist du überhaupt? Jo, mich, treff an. Jetzt geht's auf mich. Geht mit dir, kauf dir eine Heilung. Nein, 4 Silber habe ich nicht. Also habe ich wohl, hä? Ja, durch die ganzen Gegner hier. Ja. Kannst du das jetzt wieder kurz nehmen? Ja. Wo ist er denn? Ich muss eine Arena bauen. Nein, es ist ein grüner Schleim da, der meinen Plan unterbindet. Oh, ja. Okay, muss reichen. Ist doch gestört. Hallo, hör auf Immel zu sein. Ich mag das nicht. Okay. Gut. Aua. Wo ist überhaupt mein Vogel? Was macht der? Habe ich noch meine Pfirsich, die du mir gegeben hast? Nö. Ohne Sternschuppe. Oh ja, du hast ihn enraged? Ich hab's gehört. Okay, sorry. Kein Ding. Ich hör die ganzen kleinen Viecher hier oben noch. So. Ja. Ist das Event vorbei mit dem fallenden Schleim? Kann sein? Nein, es regnet auch Schleime. Ja, ich halte mein Jojo drauf einfach. Ich hab zwar kein Jojo-Gegengewicht drin, aber. Hilfe. Oh Gott, lauf, der dasht auf dich. Ja, der ist auf mich gerade.
Yield. So okay. Der später stirbt die halt instant, wenn man den Boss in der Nähe hat. Oh Gott. Okay. Ja, ja, der Expertenmodus. Den kennst du nicht, den Ultra Dash. Fühlt sich aber trotzdem an, als hätte ich ihn erst gestern besiegt. Dreimal langsam, zweimal schnell. Okay. Nutzt auch die obere Ebene, ne? Ja, genau. Ja. Ich heile mich einmal voll. Ja. Mir geht's gut. Hey. Oh, wie ist Scheiße. Müsste weg. Ich hab auch kein Mana mehr. Ja, lass erstmal mich aggro kriegen. Okay, ja. Ja, waren einige Dashes. Ah, er macht nur noch schnell. So geil. Er macht nur noch schnell. Hilfe. Vielleicht kein Mana mehr. Alles klar. Ja, klar. Alter, so hoch kann ich nicht zählen. Ja, wir haben ihn ja gleich, Ich weiß nicht, oh Gott, wir hören fünfmal einfach immer. Und gleich ist er tot. Ja, lock ihn zu mir. Hilfe. Krieg noch einen Heiltrank und dann schlage ich aber ein bisschen in ihn rein. Aber ist cool, dass die eine Lebensleiste haben, das gefällt mir sehr. Ich muss wegheilen. Okay. Oh, ist down. Oh, tschüss, Andrew. Nee. Oh, Andrew ist down. Schade, Andrew. Er hört nicht mehr auf zu taschen! Ey, hör doch auf! Ist der gestört? Der ist doch, Alter, der hört ja wirklich nicht mehr auf! Nein! Ganz kurz, doch, bitte! Oh! Ich bin gleich down. Das kenne ich nicht, dass der so ausrastet. Ich bin gleich down. Ja! Ha! Alles tot. Ich habe auch keinen Trank, okay. Komm her, Schatzbeutel. Jeder kriegt einen Loot übrigens in dem Schwierigkeitsgrad. Oh. Und jetzt öffnen. Ja, mach ich gleich. So. Okay. Ja, doch, war doch ganz passend Alfred, hier. Alfred, nein. Was habe ich bekommen? Eine Auge von Cthulhu-Maske? Hallo, guten Tag. Den ja, Schild von Cthulhu? Rechtsklick drauf machen. Ah. Dämonit-Erz ultra viel. 80 habe ich bekommen. Oh ja, das, was so Regenbogenfarben leuchtet, das kriegt man nur im Expertenmodus. Den Schild von Cthulhu wirst du wahrscheinlich auch bekommen ja, haben. Ja, ja, in grün. Nee, Moment. Okay, es leuchtet echt. Regenbogen, genau. Drei Abwehr habe ich noch unten. Steht das bei dir auch? Eine Abwehr. Ah. Wollen wir tauschen? Was ist das denn überhaupt? Ist das... ist ein Dash, glaube ich, so ein kleiner. Er gibt 30 Nah... Also ein Dash, der 30 Nahkampfschaden macht. Ja, zwei Abwehr und... Hey, aber Nahkampfschaden? Also es ist... Ja, so ein Dash. Eine Attacke. Ja, ah. das, was der Boss eigentlich so gemacht hat, ne? Kann ich jetzt da oben mal gegen die Schleime einsetzen, warte. Ja, ich falle halt auch an den ab. Oh. Oh lol. Ja, da ist er. Ja, der kann hier hochkommen. Der sollte nicht stark sein eigentlich. Ey, ich rüste gerade was aus, was soll das? Das ist cool, gegen Sachen gegen zu dashen. Ich mochte das eigentlich nie, weil ich immer aus Versehen in Lava reingedasht bin. Wie geht das? Doppel in eine Richtung, oder? Ja, genau. Ah, ja. Oh Gott, der hat einen Eisschleim da oben beschworen. Oh ja, das ist echt cool. Zum Ausweichen halt ganz gut, ne? Ach so, das war gar nicht der Boss. Der riesige Schleim mit der Krone ist der Boss. Ja, klar. Ich muss mich dringend heilen. Ja, ich habe 3 Leben noch. Muss es gleich mal eben kommen, mir den abnehmen. Ja, ich schau mal, ob ich vorher sterbe. Oh, ich hab geschafft, mich zu heilen. Macht er da? Oh Gott, oh, okay, alles ja, klar, ich geh mal durch die Wohnung. Ja, versuch dich zu heilen, wenn du es schaffst. Ja, hab ich. Der spawnt eventuell der auch in der... Meine... Ja, ja. Als ob! Ja, ja, den verfolgen einen, damit man sie nicht schießt. Alter, ich kann die durch die Tür schlagen! Schau mal, wie ihr Schaden kriegt! Von wegen schießen. Geht ja wohl. Ja, so ein bisschen, ne? Ein bisschen. Wir töten nur unseren Heiler dabei. Ja, oh, ja, wie chill. Warte ich mal mit. Jetzt geh ich wieder zur Tür. Jawoll. Ja, dein Zauber macht mehr Schaden. Also, dann kannst du richtig bleiben. Ja, ich weiß, ich hab keine Mana. Ah, jetzt aber wieder. Oh, ich bin tot. Oh, Opfer. Ich bin eine halbe Minute tot. Ich bin gleich für immer tot. Ich sterbe! Halbes Herz! Ich bin tot. Ja, dann haut er jetzt ab. Ich wurde sowas schade. Von... Er war fast tot. Er rennt nach rechts. Er rennt nach rechts. Ja, rechts ist schlecht. Ich spawn ja links. Am Spawn. Ja. Er ist weg dann. Den noch. 3, 2, 1. Er ist bei mir gespawnt. Oder? Ah, okay. Glück gehabt. Ich lauf mal weg eine Weile, dass er, ja. Ich hab 8 Gold gedroppt. Ja, ja, wir haben einiges aus dem Beutel bekommen. Ah. Oh. Hör auf, ihn jetzt zu spawnen, du Bödel.
Ey. Dann komm in die Arena hoch. Fertig. Er ist zu klein. Er ist zu klein und zu fett. Oh, ist bei mir. Ey, was ist das? Bin ich ja. Guck mal, mein Geld holen. Alter, dein Zauber macht so viel Schaden. Töte ihn bitte schnell einfach. Wer bin du denn? Hilfe. Okay. Jetzt gut, wenn sie sich hinter dir hinterher fortet. Ah, oh Gott, jetzt wäre mich. Lauf einfach nur dumm weg. LOL, irgendein doofer Schleim hat mein Gold aufgesammelt. Ja, musst du ihn töten. Ah, ich habe ihn besiegt. Oh. Puh. Puh. Ja, gib mir die Heilung. Wo ist jetzt mein Geld? Dash. Ich dash durch euch alle durch. Ja. Oh, es ist... ich mag den Dash auf einmal doch. Ah, ich werde mich wahrscheinlich ein paar Mal umbringen. 10 Gold. 10 Gold. Jeder Schleim hat 10 Gold drin. Nee. Hä, warum stand so auf 10 Gold da? Ich habe nur 10. Alter, ich war schon voll verwirrt. Ich wollte mich schon freuen. Ja, aber wo ist mein Geld? Ey, wahrscheinlich hatten es die Schleim. Ninja-Hosen. Hast du es Schleimhaken, ich hab's geöffnet jetzt gerade, ja. Ah, nee, es gibt so an sich. Du hast ja nicht diese Augenmaske vorhin zum Beispiel bekommen. Was hast denn du, oder? Doch, aber ich guck doch. Ah ja. Ich habe 80 Dämonit-Erz bekommen. Ich habe eine Schleimpistole. Kann ich alles anschleimen? Er hat scheinbar auch einen Festiger gedroppt. Ja, genau, damit kann man Schleimmöbel machen. Ich hab keinen Schleimhaken. Ich schon. Ich hab ein königliches Gel bekommen. Das hast du auch bekommen, oder? Schleime ja, sind dir freundlich gesinnt. Ja, damit grüne Münze oder Mütze? Mütze. LOL. Mist, man sieht's nicht. Hier nimm mal. Ach, das ist die von dem NPC. Das ist die, wenn NPCs sterben, die gedroppt wird. Die kam nicht von ihm. Ach so. LOL. Ein Eisbumerang habe ich, aber den hatte ich vorher schon aus einer Kiste, okay. Also ich habe Ninja-Helm und Ninja-Hose, keine Brust. Ja, dann nimm du das doch, das passt doch. Ah, Ninja-Hemd. Was ist denn der Ninja-Z-Bonus? 20% schneller laufen. Also der kann einen Schleim-Mount droppen. Damit kann man ultra hochbauen, das ist echt cool. Also den können wir ruhig öfter töten, wenn er auftaucht. Alter, wir haben einfach so einen Doppelboss-Kampf gehabt, wie cool war das denn gerade? Aber ist denn der Schleim-Dingens besser als der, den ich habe? Ah, wir können uns nicht an Bäumen damit festhalten. Ja, yeah, nur das Eichhörnchen geht an Bäume. Der Slimehook hat fast die höchste, also eigentlich die höchste Geschwindigkeit, die man so bekommt, normal, außer es ist Halloween. Und wie viele Dinger hat der, weißt du das? Siehst du, kannst du auch testen. Drei? Drei. Ja, reicht mir, dann nehme ich das lieber. Ich nehme die Luigi-Mütze, behalt sie. Okay. Und der Schleimaugen, Mann. Aber wo ist jetzt mein Geld? Ja, und wir haben einen Dämonit. Ne? Wir können jetzt hier Dämonitbahn noch herstellen. Genau. 22 Bahnen habe ich bekommen durch ein Auge. Ja. Jetzt kann ich mir ein Auge, ein Schwert, einen Bogen, eine Angel. Aber die Spitzhacke reicht scheinbar nicht. Ist teurer. Oder man braucht was anderes. Dämonitbahn. 26 habe ich. Wie viel hattest du? 22. Kannst du eine Spitzhacke machen? Nö. Scheinbar nicht. Ja, ich frag mal den Guide. Eben. Aber jetzt, glaub ich, der ist, glaube ich, gerade wieder tot. Beziehungsweise wurde er einfach durch die Esmeralda ersetzt. Brauchen wieder mehr Häuser. Mhm. Pack mal dein Geld weg. Ich habe jetzt gesamt 22 Gold. Ich habe 15. Ah, gut Geld gemacht. Ich will halt jetzt wirklich mal den Goblin haben, ne? Den da? Der ist hier links auf dem Bild. Hä? Wie haben wir den? Kann ich jetzt Sachen kombinieren? Nein, der ist ja auf dem Bild hier. Ach so. Wow. Mein Cthulhu-Ding hat halt 3 Abwände, das kann ich nicht ablegen. Aber wenn du Escape drückst, kannst du auf, unter den Schilden sind diese Symbole, kannst du anklicken, dann werden die nicht mehr angezeigt. Unter den Schilden? Mhm. Was? Das sind 3 so Kreise. Seltene Kreatur, Position, Tiefe. Die Schilde für Teams. Ach so. Ah, ja. Kannst du anklicken, okay, dann kannst du die anklicken, so. Dann werden die nicht mehr angezeigt. Mach mal die ist irrelevant Position auch. Ja, seltene Kreaturen lasse ich halt an. Ja. Hätte ich zwar eh nicht mitbekommen, aber hey. Gerade so diese provisorische Arena noch hingeklatscht. Ich brauche wirklich mal den Goblin, ne? Also, kannst du den jetzt mal holen? Der kommt, glaube ich, nach der Goblin-Armee. Oder nachdem man einen bestimmten Boss besiegt hat. Also, wir brauchen einfach mehr Zimmer, ne? Dann kann er auch kommen. Ja, dann go. Dann bauen wir ein paar Räume. Aber dies machen unsere tapferen Helden beim nächsten Mal. Wenn ihr sehen wollt, wie Zombie und German Let's Player ein Haus bauen, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wir haben erfolgreich die ersten 2 Bosse besiegt. War sehr nice. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei einer weiteren Folge Terraria. Bis dann.
euer Zimbelmann.